Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei Folge 46 von Let's Plays Cities Skylines angekommen. Ich mache das Spiel echt immer noch viel Fun. Mal ein bisschen was anderes, kein Action, sondern einfach nur gemütlich bauen, seine Stadt designen. Es dann auch mal losgehen, dass ich hier komplett anders baue. Sprich, bisschen verworrener, sobald das Gebiet hier besiedelt ist. Schaut doch schon relativ gut aus, dass wir hier flott vorankommen. Wir haben hier drei. Gewerbegebiet. Und hier außen nochmal dann immer Bürogebiet. Ihr kennt ja meine Bauweise mittlerweile schon. Dann schauen wir mal, ob das auch so passt. Dann wird hier gleich der Strom auch fließen, vermute ich mal. Vermute es doch auch, dass unser Hafen doch bald angenommen wird. Wie geht's hier voran? Sind schon Leute angezogen? Ist nur am besten daran, wenn Strom fließt. Ja, die kriegen noch keinen Strom. Aber die können Strom haben. Die sind da schon verbunden. Nur bei denen können wir so rum Strom geben. Jupp, schaut gut aus. Aber hier haben wir noch gar keine Mülldeponien. Wenn wir jetzt schnell bauen, zwei hier, zwei Stück. Sogar drei, gehen wir drei hin. Achso, nicht genügend Geld. Wir lassen es erstmal bei zwei Stück. Schaut gut aus. Strom haben sie auch. So, das kann ich schon mal abreißen. Es wird jetzt dann wahrscheinlich relativ flott gehen, dass das zugebaut wird. Vermute ich. Alles, was ich nicht brauche, ist hier erspartes Geld, worüber ich happy bin. Es sind nur noch irgendwo Stromlinien, Stromnetze, die ich nicht mehr brauche. Nö. So, dann brauchen wir das nicht mehr. Ich sage, das geht jetzt. Lotti Karotti. Da wird demnächst wahrscheinlich noch einer reinbauen. Und egal wo er hier, glaube ich, hinbaut und wo er hier hinbaut, wird es trotzdem abschließen. Oh, hier könnten es vielleicht noch zwei Häuser benötigt werden. Aber auch nicht mehr so dramatisch. Ja komm, baut schon ein Haus. Hier baut noch einer. Wie schaut es mit dem Bodenrichtwert aus? Der war ja hier. Ah, doch, jetzt wird er echt gut.
Schaut schon hoch aus. Das passt auf jeden Fall. Was haben wir hier eigentlich schon? Ja, doch, das wird schon. So, hier ist aber immer noch nicht verbunden. Ah, doch, da ist verbunden. Schon mal gut, da können wir nämlich die hier abreißen. Man kann das weg. So, wenn da noch einer reinbauen würde, dann wäre ich schon happy. Ja, dann könnte ich das ganze Ding abreißen. Genau, hat er auch schon gemacht. Super. So, da dürfte es ja auch bald soweit sein. Aber wir schauen erstmal zu unserem Industriegebiet, zu unserem neuesten. Das wird das hier. Ist aber auch noch super in Ordnung. Kann noch einiges an Leute rein. Stadion. So, Strom wird hier auch mit der Zeit. Aber ich glaube, ich brauche bald ein paar mehr Mülldeponien. Weil die doch schon relativ weit fahren müssen und die ja nicht so lange im Stau stehen sollen. Oh ja, passt auch noch der Strom. Das Ding kann man abreißen. Das Ding kann man abreißen. Das auch, wie ihr seht. Sonst aber noch nichts. Wir brauchen weiterhin mehr Mülldeponien. Ich glaube auch, dass ich hier dann noch einige reinbauen muss. Könnte ich irgendwie mal machen mit einer Straße von da nach da. Schauen, ob ich da welche reinbauen kann. Zumindest eine Mülldeponie. Strom kriegt sie auch gleich. Reicht ihm das? Ja. Das gleiche machen wir, glaube ich, auch auf die Seite rüber. Oder auch nicht. Wobei ich nur noch ein, zwei Mülldeponien hin. Oder auch nicht. Gefährdet zu steil. Dann kann man die Straße auch wieder abreißen. Da müssen auf jeden Fall noch welche hin. Schauen wir.
Oh, nicht genügend Geld. Gar nicht gut. Stromgedingse. Und da. Passt. Ich kann eigentlich ehrlich gesagt auch noch ein paar Mülldeponien bekommen. Hier dann zum Beispiel geht nicht. Da geht einer hin. Oh, hier habe ich noch gar keine Mülldeponien gebaut. Hier braucht man natürlich. Da ist eine und hier braucht man auch noch welche. Später dann. Könnte ich eigentlich die Straße einfach. Rüberlaufen lassen, wenn das mir eben. Zyklozelle und die Hälfte billiger. Bisschen Geld sparen. Und ich meine, für das tut sich ja leicht. So ein Feldweg. Ja, genau so. Da auch überall. Jo. Schon besser. Und ein bisschen Geld sparen, was ich dazu. Ist nicht weltbewegend, aber immerhin. Ja, Strom schaut auch gut aus. Wasser brauchen wir bald ein bisschen mehr. Machen wir am besten gleich. Drei Stück. Noch mehr. Noch drei mehr. Mein Platz habe ich ja genügend. Ah, jetzt ist mehr als genügend Wasser. Kriegst du noch eine Abwasserentsorgungs. Jetzt das eine Ding verschmutzt hier alles. Ah, jetzt ist wieder. Dann sollte ich das Ding vielleicht abreißen. Und das einzigartige Gebäude, das ich da brauche, habe ich schon gebaut. Und dann ist das weg. Oh,
Aber das kann ich jetzt so nicht lassen, das ist ja eklig. So, wie schauen wir hier aus? Da können wir noch mal drei Dinger. So. Damit sich das auch möglichst bald füllt. Das testen wir uns gleich ganz fertig. Raus, ja, alles. Das kommt dann in den Rand. So, da mal vier dazwischen. Was soll's? Genau. Dann müssen wir hier wieder ein bisschen weiter zeichnen. Damit schließt sich alles. Jetzt können sie auch alles hier besiedeln. Aber warte mal. Hier nicht. Da allerdings schon. Genau. Und benötigen wir hier natürlich wieder Parks. Damit meine armen Bürger nicht leiden müssen. Bürger haben hier alle keine Parks. Huch. Ja, die kriegen hier noch einen hin. Auch einer hin. Die Sonne wirklich happy werden. Bei mir auch die Arbeiter sollen happy sein. Puh, da muss man überall schauen, wo man die denn überhaupt hinbauen kann. Ups, so jetzt ist es immer. Ich wollte es eigentlich nicht abreißen. Aber okay, passiert. So, die restlichen müssen wir schauen, wenn sie dann erst weitergebaut sind. Dann habe ich jetzt mal schnell hingebaut, damit ich den Strom geben kann. Apropos Strom, wir könnten da drüben nochmal schauen. Ob hier denn jetzt alles miteinander verbunden ist und ich die Stromleitungen endlich abreißen kann. Und genau das ist der Fall, wie ihr gerade seht. Ja, schon mitten dabei. So, was schimpft der? Bodendicht wird zu niedrig. Der ist doch aber bei euch eigentlich eh toll. Soll nicht nerven.
Kann man das irgendwie in den... Puh, 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 puh. Ups, da habe ich irgendwo vergessen. So, und warum habe ich Minus Einwohner? Ist eine gute Frage. Hier schon über Lärmbelästigung. Minus 208, warum? Habe ich irgendwo was kaputt gemacht? Egal. Genau, ich wollte hier den Malibu Beach Dingstelbumstel finden, da ist es. Und hier bei den Richtlinien. Bildungsschub. Oh. Was ist das? Hightech Mono. Das wollen wir. Ja, das passt doch so. Das lassen wir. Aber bei den allgemeinen Richtlinien, das machen wir. So, Smart Homes. Ein Gebäude steht in Flammen. Die Feuerwehr schon unterwegs? Ja. Passt, würde ich dann mal sagen. Wir kriegen auch wieder Einwohner rein. Zwar nicht allzu viele, aber immerhin. Legale Freizeitnutzung. Das hört sich für mich so an wie Drogen for free. Und jetzt baut doch da endlich mal ein Haus hin. Ich würde jetzt gerne noch so lange warten, bis dein Haus gebaut ist. Irgendwas kommt schon. Auf geht's. Nicht da. Da. Oder da. Und das hier. Gott, nervt das gerade. Ich will die nicht verbinden. Ich will auch nicht, dass sie ausziehen. Kommt schon. Ein Haus an der richtigen Stelle. Das könnte vielleicht reichen. Mal schauen. Wünscht mir Glück. Okay. Ist jetzt ein bisschen oder nicht? Das hat es nicht gebracht. Ach, kommt schon, Leute. Ja, dann muss ich wohl. So. Damit sind wir aber auch wieder am Ende dieser Folge angekommen. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao.